Hallo, liebe Freunde von Spielen, wo sich die Figuren selbstständig machen. Es hört sich komisch an. Hier sind wir wieder bei Going Medieval. Und wir sind mitten im Winter, wie man sieht. Also es ist hier nicht der Frühling. Hier hüpfen die jagbaren Tiere rum. Und unsere Leute gehen alle zur Ruhe, weil es ist Nacht und Schubidu. Nee. Wunderbar. Hier ist wieder noch einer zu spät. Eomer, was machst du wieder? Und Herr Boger hat nochmal die Küche geplündert. Sehr schön, so gehört sich das. Bravo. Ja. Hm. Nee. Leiche des feines Essen. So. Hier ist... Geht die nicht ins Bett? Mal sehen, ob wir morgen ein bisschen jagen können. So, wir haben ja unsere Schmiede hier gebaut. ja. Mechanische Komponente. Da brauchen wir einige für, um diesen komischen neuen Tisch zu bauen. Und ich wollte ja hier ein neues Versammlungsgebäude bauen. Also, wo die ein bisschen essen können. Das nicht so schäbig ist wie dieses kleine Ding dort, die jetzt da haben. Warum pennen die eigentlich alle nicht? Es ist 0 Uhr. Hallo? Den er jetzt noch gemacht. Also eigentlich sollten die alle pünktlich im Bett sein. Ach ja, es ist... Oh, warum hätte ich nichts gebraucht? Ah ja, hier wird fermentiert. Gibt es zumindest groben Wein. Okay, das läuft auch. Produktion. So, hier haben wir nochmal verpackte Mahlzeiten gemacht und normale Mahlzeiten und ich denke mal üppige Mahlzeiten können wir auch nochmal machen. Jetzt stehen sie alle auf, sehr schön. Guten Morgen! Bis auf die Leute, die eh dauernd die Nacht durchmachen. Das ist ja merkwürdig. So, hier können wir diesen komischen Verschlag dann auch mal anders machen. Und können wir das komplett hier erweitern, würde ich mal sagen. Bis hierhin. Dann hat man auch einen größeren Forschungsraum. Die Frage ist nur, wie das dann mit dem Dach ist. Ne? Hm. Ah, Brent, das hat denn jetzt wieder schief gemacht hier. Du Dodo. Wie sieht es denn aus mit dem Forschen hier? Okay. Die brauchen noch für diesen kleinen ein paar, denke ich mal. Chroniken. Die braucht man ja komischerweise auch. Okay, das geht. So, warte mal. Wo war dieser erweiterte Forschungstisch? Kartografietisch haben wir ja. Rüstungsoptische Mama. Ja, wo war das jetzt hier? Forschung. Achso, ja, da brauchen wir noch Forschungspunkte. Dann kriegen wir den. Also noch 5 von den großen. Von den kleinen brauche ich noch ein paar. So. Odrik ist am Futtern. Sibyl auch. Eomer auch. Und jetzt sieht man auch, wie lange das bei denen dauert. Über dem Kopf. Ist mir vorher noch nie so aufgefallen. Aber gespielt, okay? Alle sind frohen Mutes. So, das heißt, dass wahrscheinlich gleich die nächsten Gegner vor der Tür stehen. Man kann ja hier nie wissen. Aber dann kommen wir wieder ein paar frische Scheiterhaufen. Ich meine, wir haben ja noch welche. So, eigentlich. Warte mal. Hier. Herrgott, so. So, die nächsten, die uns angreifen, werden wahrscheinlich erst den Scheiterhaufen angreifen. Und in der Zeit können wir die von oben mit den Bögen beschießen, würde ich jetzt mal sagen. So. In der Zeit... Hm.
Warum wir versuchen hier die Mauern weiter zu ersetzen gegen Stein. Erstmal in kleinen Schritten. Ich traue dem Braten nicht, dass hier nicht bald dann wieder Gegner auftauchen. Gerade im Moment, wo wir unsere Mauern eingerissen haben. So, und ich hoffe, die sind nicht so blöd und mauern sich dann hier auf den kleinen Felsding da ein. Hatten wir ja schon mal gehabt, so Geschichten. So. Dann bauen wir hier schnell mal eine Kalksteinwand hin und da auch. Und dass man die Zinnen so komplett getrennt hat, warum hat man die nicht bei den Mauern gelassen? Finde ich immer noch ein bisschen komisch. Aber ist so. So, da die Zinnen hin. Jetzt hier haben wir hier ein Loch in der Mauer. Hallo, warum macht die keiner zu? Darum möchte ich nicht einen großen Bereich abreißen, weil dann ist hier die Hölle los. Jetzt steht hier alles offen und alles spaziert hier durch unsere Stadt. So, ausgerechnet das haben sie offen gelassen jetzt. Ach, Leute. So. Was lässt sich jetzt nicht anmauern hier? Oh, Intellekt ist 40 bei Brent. Wer hätte das jemals gedacht? Man merkt es nicht mehr, aber er ist sehr intelligent. So. Wieder so komisch aus. Ja. So, ein Stückchen Mauer weiter. Irgendwann will ich hier alles mit Steinmauern haben. So, hier haben wir kein Tor. Hier hätten wir eigentlich, müsste man eigentlich vielleicht mal eins machen. Weil die immer ziemlich drum rumlaufen. Das würde ich erst nach dem nächsten Angriff machen. Dann habe ich meine Ruhe. Weil die kommen ja jetzt nicht immer direkt hintereinander. Eigentlich irgendeiner was gejagt. Und hier läuft jemand rum. Calwell. Was macht er da jetzt? Der repariert da die Fallen. Niemandsland, okay? Puh, braver Calwell. Ja, aber ist scheiße kalt, ne? Ja, das hat er jetzt auch gemerkt. Hinterkleidung gut. Okay. Da müssen wir uns jetzt nicht drum sorgen. Okay, also gucken wir mal. Wenn wir jetzt. Forschung ist auch noch ein bisschen. Diesen Raum jetzt hier so ziehen. Und hier ist diese Treppe im Weg. Nee, das geht. Wenn man das so machen würde. Können wir bis hierhin machen eigentlich, ne? Dann so einen langen Saal machen. Hier ist eine Tür. Hier auch. Ich brauche noch nicht zwei Türen. Naja, auch Quatsch. Das Fenster, da könnte man auch abreißen eigentlich. Aber ob das so gut ist, jetzt hier im Winter das Dach abzureißen? So,
Lager sieht so aufgeräumt auf. Das ist sehr verdächtig. Immer noch mal eine Sommerkleidung liegen. Okay. Oh, Brent ist am Basteln hier. Oh, gerade er. Okay. Okay. Die brauchen noch von den kleinen Dingern 10. Okay. Aber eigentlich ist er nicht der Meister Schmied hier. Aber gut. Oh. Ist es so. Dann brauchen wir noch von den 10. Moment, ist das jetzt der große Lehrbuch? Chronik. Ja, ist auch egal. Ob wir jetzt da 10 zu viel oder zu wenig haben, das scheint jetzt nichts. Hier liegt so nur alles chaotisch am Boden rum. Ach nee, ist ein bisschen aufgeräumt worden. Was haben die damit gemacht? Gegessen? Okay, auch ja. Hier ist alles möglich. So, hier liegt auch Zeug rum. Hier liegt noch Kräuter rum und alles, Leute. Warum räumt hier kein Mensch auf? Wenn wir die Mauer hier auch mal begradigen, hätten wir auch hier wieder Platz. Würde ich mal sagen. Dann müssen wir hier ein bisschen Feld wegmachen. Hier wächst eh nichts. Schütteln wir das mal ab. Dann können wir das auch beseitigen. So, schneide ich nicht selber, Donald. Wir gucken ihm alle zu, das wird peinlich. Die pennen. Die sind ja wieder draußen eigentlich. Ach Gott, die machen wieder alle, was sie wollen. Gut, gibt zumindest Erfahrungspunkte, muss man ihm ja auch lassen. Noch wie bei Valverun. Zack. So, das haben wir verkleinert. So, dann müssten wir hier eine Mauer lang ziehen und bis hier hin. Dann hätten wir ein schönes gerades Stück. Dann haben wir hier nochmal schön Platz gewonnen und haben das begradigt. No, dann schließt es hier mit diesem Pseudoturm hier ab. Upsi, können wir natürlich auch mal aus Stein machen, das Ding. Bräuchte aber auch mal mehr Stein, muss man sagen. Hier ist es so mitten im. Wenn ich jetzt grabe, habe ich hier einfach ein Loch im Boden, so wie immer. Dann müsste hier so einen richtigen Steinbruch haben. Oh, jetzt sieht man wieder nichts, weil hier überall Schnee ist. Ja. Ist mit der Falle hier eigentlich? Irgendein Tier durchgelaufen, vermute ich mal. So, hier wird gebraut. Grober Wein! Lass das sein. Lass dich doch auf ein Bierchen ein. Okay, alles wieder froh gelaunt, froh gemutet, frohen Mutes! So. Okay. Gleich fertig, auch nicht schlecht. So, Caldwell, dann mach hier noch das Ding da weg und dann gut. Gibt auch noch mal Erfahrungspunkte. Zack. Ist jetzt der perfekte Botaniker geworden. Das ist der Wahnsinn. Jo. So. Dann bauen wir erst eine Mauer und dann reiße ich es ab. Ist mir nämlich sonst zu gefährlich.
So, und ich hoffe, ist keiner so schlau und rennt hier rein, baut dann und kommt nicht mehr raus. Es ist alles möglich. Die muss alle mit jeder Eventualität rechnen. Aber ist auch lustig. Du ist ja nicht. Na, guck mal, wie viele Siedler da wir jetzt mittlerweile auch haben. Was, womit wir angefangen haben, mit so ein paar Mannequin. Das hat sich schon gemacht hier. Ach, Schnee auf den Bären. Wer sieht das nicht gern? Ja. Für Bier haben wir nicht genug Ressourcen mehr. Okay. Können nochmal Essig machen. Da haben wir noch. Für groben Wein. Okay, dann machen wir mehr weiter groben Wein. Ich, oh nein. Die machen es wirklich. Die mauern sich selbst ein. Ich glaube, ich tot bin, weil wir da nicht mehr rauskommen gleich. Oder eh mehr. Oh, Leute, warum macht ihr das? Dass sie von der Seite dran gehen. Oh Gott, gut. Baum ist Lungen. Eomer ist dadurch noch mal rausgekommen. Aber sie hat jetzt ein Problem. Nee, ihr geht wieder rein. Ist ja noch nicht alles fertig. Ach, Jungs. Mädels, was macht ihr da? Na gut, dann können wir das abreißen hier. Sonst kommt die dann nie mehr wieder raus. Pass auf jetzt. So, jetzt macht sie dazu. Nein! Oh, sag bloß, die macht das von außen. Das wäre ja mal, die haben die dazugelernt, oder was? Nee, das Holz ist aus. Bin mal gespannt. Nee, die macht's doch von der Seite. Oh. Ich dachte, sie hätten jetzt dazugelernt. Was macht sie jetzt? Ja, die hat hier dieses Stroh da hinweggelegt. Was machen sie jetzt? Ah, hier liegt Holz. Holz gibt's genug. Sind die alle Vögel eigentlich alle? Haben die sich alle verpisst, würde ich ganz sagen. So, weil wir nun. Gute Idee von der Seite. Und jetzt? Lustig, die sehen wirklich schon ratlos aus. Oh, nee. Leute. So. Glück hat sie immer ihr Hämmerchen dabei. Ihr seid ein paar Vögel, ey. So, können wir das abreißen? Dann können wir da Zinnen draufsetzen. Nee, das Intellekt ist gestiegen. Das ist ja ein Ding. Oder wir machen hier weiter mit Stein. Können wir nicht auch machen. Jetzt haben wir die Mauer aber zumindest zu. Kann jetzt erstmal nichts passieren. Gut, geht ja nicht verloren. Dann machen wir Zinnen drauf. Das nichts, aber eine schöne Zinne. Zinner morgen. Schreibt Kummer und Sorgen. Zing, zong, zang. Kann man das einmal durchziehen? Hoffentlich. So, boah, Wahnsinn. Komfortfunktion. So, wenn das Mäuerchen zu haben, können wir das innen dann mal abreißen. So, dann haben wir hier dann auch wieder ein bisschen Platz. Hier diesen Mauervorsprung können wir dann auch wegmachen. So, das ist ein bisschen weniger eng. Hier kann man ja trotzdem noch rumlaufen. Falls jetzt noch Angriff käme von der Seite. Ist aber eigentlich noch nie so einer gekommen, glaube ich. Oder nur einmal. Hier geht's. Hier drin ist wieder kalt.
1,2 Grad. Und liegt Zeug rum. Wie sieht es mit der Forschung aus? Haben wir jetzt endlich mal. Ne, wir brauchen noch 4 Chroniken. Keiner arbeitet hier wieder. Es ist. Hier rennt wieder Odric, the Red Nose Reindeer rum. Ne, der sitzt hier. Naja, okay. Oh, Kaltwelt ist dran, okay. So. Sieht hier mit den Rüstungen aus. Sollte ich eigentlich mal ein Schild machen? Sollte irgendein mal einen richtigen, besseren Schild geben. Aber. Was sind denn? Verschwunden. Wurde nie gebaut, das Ding? Hier können wir nochmal Eisenbarren machen. Und hier. Nee. Keine Ahnung. Sind die gebaut worden? Ach nee, der. Oder ist der hier in einem Rüstungsständer? Nee. Holzschild, gut. Ja, der ist aber auch nicht. Ja. Wirklich gut, muss man sagen. Haben die jetzt hier mal die. Okay, Lena ist dran. Gut, da fehlen noch die Dinger, aber dann ist das hier durch. So. Wo können wir denn hier eigentlich nochmal Steine abklopfen? Ohne dass wir da riesen Löcher im Boden in unserer Siedlung haben. Hier, das geht ja auch immer mehr in unsere Richtung. Hier ist ein Hirsch. Ein Hirsch ist da. Servus. So, hier haben wir Eisen. Ist okay. Hier sind Steine. Wo komme ich da hin? Da komme ich nicht runter. Hier haben wir ein Loch graben. Hier auch. So relativ weit weg eigentlich. Hier ist so nix. Also hier wäre eigentlich so das größte Vorkommen für Steine. Und hier im Boden. Und von der Seite kommen auch öfters die Angriffe. Also müsste man hier hinkommen. Hier ist eine Treppe nach unten. Hier liegen ja auch Steine, interessanterweise. Also könnte man, ich probiere das einfach mal, hier abbauen. So. Mal gucken, die müssen ja irgendwo hinfinden. Guck mal, wie viele Gräber hier liegen, ey, Wahnsinn. So. Gucken. Die sind alle 10 gemacht, okay. Genug. Dann machen wir hier direkt eine Kalksteinwand dahinter. Zack. Wenn die steht, reißt man vorne das Holz wieder ab. Machen hier Kalkstein, dann haben wir hier wieder eine schöne, feste, solide Steinmauer. Dann kann uns kein Gegner erstmal was
dran das Zeug flicken. Hier haben wir jetzt erstmal einen Wall. Hier haben wir auch so eine Art Wall. Also hier können wir Leute drauf schicken. Hier. Also von der Seite, denke ich mal, wären wir relativ sicher von einem Angriff. Meistens kommen die aber eher von da und da. Und hier sind wir ja vorbereitet. So, hier können wir natürlich nochmal weitermachen mit Stein. Aber lassen sie erstmal hier machen. Und sie sind hier an zu vielen Baustellen gleichzeitig. Das ist auch nicht gut. Siebel hat immer noch diesen kleinen, gut, diesen Kriegsbogen. Lena, diesen. Upsidi! Just dies, kleinen Kurzbogen. Die müsste eigentlich mal auf. Ah, das ist immer noch nicht auf 10. Erst ab 10 kriegst du den großen Bogen. Hm. Lena. Jagen. Die hat eigentlich oberste Prio fürs Jagen, aber trotzdem machen es andere dann wieder. Hm. Nehmen wir mal Sibyl da raus. Zimmerhandwerk. Sieht ja nicht so gut, aber kann dazu lernen. Forschung verfügbar. Hey, endlich. Halleluja. So, den großen Forschungstisch. Plank. Freigeschaltet. So. Das ist aber, das Ding ist ja komplett Müll. Zu viel Zeug, geht mir auf die Nerven. So, Wintertag 9. Wir können natürlich schon mal anfangen, wieder Sommerkleidung zu machen, weil der nächste Sommer kommt bestimmt. Und auch noch mal was recyceln. Bei den ganzen Klumpertsteuerungen nicht. Gut. Also alles, was bis gut geht. Schwach, Sommerkleidung. So. Hier sind wieder die Wölfe unterwegs, aber keine Rehe. So, haben wieder was jagen könnten. Ah, guck mal an, das geht. Die kommen also hier hin. Das einzige Blöde ist, wenn von hier mal ein Angriff kommt und die sind gerade da am Arbeiten, sieht's blöd aus. Aber wir kommen mal auf die jetzt dran, ne? Kann man hier durch? Sollte ich mal versuchen. Wir waren ziemlich weit weg. Oscar Thorn, Baufertigkeit 14. Wunderbar, weil er hier Steine klopft. Sehr schön, sehr schön. So, dann können wir das hier alles abreißen. Dann haben wir auch die Rohstoffe dann wieder. So. Dicke, fette Festung wollen wir hier bauen, Freunde. Liegt hier alles für Zeug rum? Hier Holz, Zweige, Knochen. Okay. Warum auch immer. Dieses Pling-Pling-Pling-Geräusch. Warum haben die Entwickler das aufgenommen? Oh. So, Steinmauer steht. Wunderbar. Können wir hier diese Zinnen eigentlich abmachen? Die brauchen wir gar nicht.
So. Könnte man zur Not sogar hier rumlaufen. So, Mauer steht. Wunderbar. Sehr schön. Haben hier eine Doppelmauer gebaut. So, dann können wir auch hier weitermachen mit Stein. Nicht den Baum. Ganz vorsichtig. Erstmal hier und dann innen. Klopf, klopf. So, hier können wir diesen erweiterten Forschungstisch bauen. Oh, ein Riesending. Halleluja. Phew. So, dann bauen wir hier Kalkstein hin. Dann können wir auch gleich die Zinnen dazu bauen. Aber die richtigen. So, Herr Burger, hopp, hopp, auf die Mauer. Schön klopfen, klopfen. Ich will ja Steinmauern haben. Soll für die Ewigkeit gebaut sein. Oder später, die Touristen können sich das mal angucken. Wie auch immer. So. Dann können wir jetzt hier innen abreißen. Gebraut, das ist schon mal gut. Hier auch. Brent ist jetzt in bester Manier ein Bergbauarbeiter geworden. So, jetzt baut nicht die Treppe ab, wenn hier drauf steht, Jungs. Das ist dann peinlich. Was ist jetzt hier? Die untätig. Dann baut was. Ich bin hier am. Hallo? Also. So. Ja. Hallo? Haust du dir wieder auf die Finger oder was? Kalt will. So, komm. Der hat nichts zu tun oder was? Was ist denn hier los? Hier gibt es eine Treppe zu bauen. Hallo? Was ist los? Arbeitsverweigerung. Frechheit. Und läuft Donald hier mit dem Bogen rum? Bei der Jagen? Warum machen immer die Leute das, was sie eigentlich nicht sollen? Ja gut, dann geht schlafen. Auch gut. Seit schon lange kein Angriff mehr. Das ist ein bisschen verdächtig. Ich habe da ein bisschen Angst, dass die gleich da mit drei großen Trebuchets kommen oder so. Belagerungsmaschinen. Apropos Trebuchets, ich kann euch mal so ein kleines Video verlinken in die Infobox mit mit einem, der so ein Trebuchet nachgebaut hat für den Film, und das durfte er dann behalten danach und damit dann hier so rumspielt. Da kann man mal sehen, wie so eine Belagerungsmaschine wirklich funktioniert. Sieht sehr interessant aus, wenn ihr den richtig bums. Der zerdeppert damit der füllt dann einen Kürbis mit einem GoPro und schießt das Ding ab. Hier ist wieder einiges kompostiert worden. Sieht sehr interessant aus. Da kann man mal sehen, dass diese antiken, halbwegs antiken aus dem Mittelalter, diese Belagerungswaffen dann durchaus nicht so komplett unnütz gewesen sind. Aber auch so für die damalige Zeit war das eben auch echte Hightech. Das darf man nicht unterschätzen. Sieht ganz witzig aus. Klopf, klopf. So, endlich mal die Treppe hier gebaut. Dann können wir ja hier weitermachen. Okay. Ja. Gut, da ja jetzt nichts mehr weiter passiert.
Können wir eigentlich hier weitermachen, ne? So. Würde ich mal sagen, das können wir bis hier, hier ziehen. So. Gut, dann reißt man das hier mal ab. Nee, das wäre natürlich wieder zu einfach, wenn man das alles markieren könnte. Da müssten sie vielleicht nochmal arbeiten. Also wenn du mehr markieren willst, dann da geht man. Ja, das geht schon wieder nicht. Nee, das jetzt auch wieder nicht. Angie, Bäume fällen. Dann können wir hier die komplette Mauer eigentlich abreißen. Ja, gerne ein Schild hier haben. Aber irgendwie kriege ich das nicht hin. So, komm, Sibyl, mach du da wenigstens das Fach, das Feuer an. Und, nee. Die gehen hier alle rein, aber keiner was macht was. So, jetzt schmilzt dein Metallgegenstand. So, jetzt ist auch mal warm hier drin, 50 Grad, okay. Kann man hier noch was anderes machen? Nee, hat sich nichts verbessert. Können wir auch noch mal forschen. Waffen, ja gut, wir brauchen auf jeden Fall noch mal ein bisschen Forschungsmaterial. Erstmal jeweils 10 und dann kann er wieder was anderes machen. Jetzt blockiert mir das Ding zu sehr. So, hier wird schön gehackt und gearbeitet. Donald macht das. Oh Gott, er. Der ist beim Schmieden nicht der Beste, eigentlich. Merkwürdig. So, manchmal. Jetzt macht's Audric. Der ist beim Schmieden sogar der allerschlechteste. Hä? Anfertigen und Schmieden. Warum Audric? Was macht ihr da? Junge, Junge, Junge. So, haben die das jetzt hier weggemacht? Nee, noch nicht. Das hier war auch noch weg. So, das brauchen wir nicht mehr. Ne, das kannst du wieder nicht markieren. Mann! So, das hier. Komm her, Burger, du bist die beste Einreißerin. Ja. Warum machen das die Frauen eigentlich lieber? Die Männer machen jetzt hier wieder nur Spökes hier. Was ist jetzt? Warum haut er da jetzt direkt ab? Hat er sich um den Finger gehauen oder was? Ja, nur mal flott. Können wir die beiden dann hier auch abreißen. Und dann... so. Das lassen wir dann.
Machen da noch eine Treppe drauf, damit man hier hoch kann. So. Upsi. Hier heulen wieder die Wölfe. Ja, sieht auch schön aus, die Landschaft hier. Wenn es schneit und so, ist das richtig schön atmosphärisch. Und hier sind die Feuer überall und die Kerzen brennen und das Haus. Was? Nee. Okay. Hier ist der Ofen ausgegangen. Dann könnte noch einmal Essig machen. Na komm, wir machen hier weiter groben Wein. Wir haben genug Beeren, die liegen überall rum. Die sind tiefgefroren, die kann man dann lutschen. Hier kann man auch nochmal was machen. Hä? Okay. Ist ein Lagerplatz. Okay. Also zu essen haben wir genug hier. Muss ich nur mal in der Küche umsehen. Hey, Strohsack. Räucherfleisch haben wir auch genug. Also die haben echt genug zu essen. Großfleisch ist auch genug da, also da müssen wir jetzt mal keinen Kopf machen. So, was macht der jetzt da? Der pflanzt eine Birke? Nee, was soll denn das? Vielleicht mit der einen Birke da. Die wächst mir da mitten durch das Haus nachher. Holz haben wir noch echt genug hier. Wächst ja auch reichlich hier draußen. So, nehmt das. Ah ja, sehr gut. Hier haben wir alles weggedengelt. Dann können wir hier eine Treppe hinbauen. Ich sehe jetzt schon wieder. Ja. So. Dann können wir mal hier weitermachen und ersetzen das hier auch noch durch Steine. Oder geht sogar mal zu markieren. Hab ich mich erschrocken. Mein Gott, warum muss das immer so baff kommen? So, von wo kommen die Vögel hier? Und von der Seite. So, wer wird jetzt die Beste mit dem Reden? Die Lena. Redekunst. Jawohl. 10. Der Rest sollte lieber schweigen. Oh ja. Okay. Wo ist der Typ hier? Hier. Lena, die erkennt noch nichts von ihrem Glück. Wo ist der Händler jetzt? Ah, hier. Wer geht da wacker vor? Sieht aus wie Robin Hood so ein bisschen. So. Tauschhandel treiben. Dann gucken wir mal, was da passiert. Was wir mit dem tauschen können. Wenn er was Vernünftiges hat. Die liegt ja noch in genug Zeug rum. Die können eigentlich reichlich Alkohol noch machen. Guck dir das an. Die liegen nur überall Beeren rum. Okay. Hier können wir weiterbauen.
Ups. So, hier kann man handeln. Was ist das hier? Kräuter. Haben wir auch genug. So, geben wir dem schon mal was zum, als Vorschuss sozusagen. Was verkauft ihr uns denn? Thesen? Ne? Ne. Auch nicht. Forschungstische brauche ich auch nicht. Wollwinterkleidung können wir bei dem kaufen. Wollkappen. Oh. Fesseln? Okay. Was soll ich damit? Gute Wollwinterkleidung. 5 Kilo wiegt die? Okay. Ist ja ein schweres Wams, oder? Ja, aber damit haben wir jetzt kein Problem im Frieren, muss man sagen. Das haben wir überstanden. So, der verkauft hier so Zeug hier. So, merkwürdig. Bei dem könnte man jetzt so einen kompletten Tisch kaufen. Das bräuchte man gar nicht erst erforschen oder was. Wir haben noch 25 Johannisbeeren und wir haben ein einfaches Heilpaket auf Lager. Das haben wir, glaube ich, beim letzten Mal eingetauscht. Das können wir ja dann nur gebrauchen, wenn wir wieder mal angegriffen werden. Okay. Wir haben Wildkadaver. Die kannst du auch gerne haben. Echt? Tatsächlich. Okay. Ich kann den Komponenten kann man kaufen. Okay. Das ist relativ teuer. Kräuter kann man kaufen. Lehrbücher. Das heißt, die werden wir dann schneller kriegen. Die wollen wir nicht selber forschen. Naja. Ja, müssen wir auch wieder was für bezahlen. Alles andere kann man nicht kaufen, nur verkaufen. Okay. Kalksteinziegel, ja, die brauche ich aber. Stoff haben wir auch ganz schön viel eigentlich. Aber wir recyceln ja aber fleißig. Verpackte Mahlzeiten, oder haben wir nicht mehr so viel? Bier haben wir auch noch 25 auf Lager. Okay, ich dachte schon, dann wären wir uns ausgegangen. Gott sei Dank. Die Welt ist in Ordnung. So. Sommerkleidung gut. Winterkleidung aus Leder schwach. Okay. Winterkleidung aus Leinen überlegen habe ich. Wo sind die? Die will ich haben. Aus Leinen schwach. Ja. Die haben schon keine so gute Qualitäten. Die können wir also verkaufen. Sommerkleidung aus Leder. Aha, ausgezeichnet. Die können wir aber auch selber bauen. Ja, leider kriege ich mal mit dem nicht so viel, was ich gebrauchen könnte jetzt. Gut, so ein Lehrbuch, aber bringen wir jetzt auch nicht so viel. Könnte jeweils noch eine Chronik dazu. Dann haben wir uns zumindest ja, vielleicht ein paar Minuten Forschungsarbeit gespart. Die ist aber auch sehr teuer, ne? Mechanische Komponenten. 10 haben wir ja, das reicht auch. Da kann man es auch mit Fallen bauen, aber momentan nicht so den Bedarf. Ja, den Rest kann ich eigentlich nicht so wirklich damit anfangen. Dann machen wir das erstmal so. Ja, komm. Das ein bisschen Kram ist weg. Die macht nochmal Essig. Das heißt, wenn die Essig macht, können wir hier auch nochmal eingelegtes Gemüse. Ne, wir haben kein Gemüse, das ist das Problem, aber ist egal. Wir haben genug Mahlzeiten da. Okay. So, hier wird weiter gebaut. Das ist gut. Dann macht die Mauer zu. Dann können wir das außen weitermachen. Die sind fleißig.
Genau, Eomer ist im Schmieden hier. Aha. Schrotten hier 25 Grad. So, mechanische Komponenten. Da kann man ja auch so diese neuen hölzernen Pfannen bauen mit. Fallen bauen. Pfannen? Ja. Und da so eine hinsetzt zum Beispiel. Das sind unsere normalen. Die haben 20 Trefferpunkte. Die haben 40. Die 65. So. Die macht also auch mehr Schaden, wenn einer durchläuft. Muss natürlich auch immer repariert werden. Ja. Das ist der Nachteil. Ja, hier können wir noch wieder mal ein paar Barren machen. Wir haben Eisenklumpen da. Das dürfte reichen. So, die Wölfe. Oh Gott. So, hier haben wir jetzt eine schöne, ordentliche Mauer. Hier aber noch... Die Zinnen haben wir allerdings vergessen. Die sind noch alles Holz. Die ersetzen wir jetzt nochmal. Schön durch Steinzinnen, damit das auch ordentlich aussieht hier. Und die haben auch mehr Trefferpunkte, gehen also nicht so schnell kaputt. Jetzt kann ich die wieder nicht markieren, alle. Nee. Sobald irgendwas anderes da in der Nähe ist, will das nicht markieren. Jetzt, warum hat er jetzt den Baum markiert? Zum Beispiel, wenn ich hier auf die Zinne klicke, die auch markiert ist. Das ist ein bisschen frickelig hier. Ne, jetzt markiert er hier wieder ganz andere Geschichten. Da hast du schnell eine komplette Wand abgerissen, obwohl du es gar nicht willst. Was ist das für hell? Das ist 3 Uhr nachts. Okay. Okay, dann können wir hier schnell weiterbauen. So, unsere Mauer wächst hier immer weiter. Wir werden immer stabiler. Sehen Sie, wie hektisch hier das Zeug am Ernten. Interessant. Da wollen wir noch Winter haben. Also Johannisbeeren sind schon interessante Obstsorte hier. Die wollen wahrscheinlich sich nur mit Wein zuschütten, das ist alles. Ja, der baut hier die neue Falle. Und der repariert hier die Fallen. Warum sind die überhaupt kaputt? Okay. Vielleicht die Tiere durchgelaufen. So, sieht langsam wieder noch ein bisschen auf Frühling aus, habe ich das Gefühl fast schon. So, jetzt sieht das auch. Ja, warum ist Lunge, ey? Komm, mach das Loch zu hier. Flupp. So. Das sieht aus. Ja, so, das sieht wieder wie eine Mauer aus. Wunderbar. So. Jetzt ist aber hier interessant. Ein halbes Haus abreißen. Hier sind Wölfe da unten. Hier ist ein toter Baum. Können wir mal fällen. Aber hier sind noch keine Rehe zum Jagen und so. Doch hier. Können wir natürlich nochmal. Wir brauchen nochmal Rehe, weil Lena muss jagen lernen. So, damit sie sich endlich mal verbessert. Mit ihrer. Bogenschuss, Schießkunst. Hm.
dann können wir hier weitermachen mit unserer Steinmauer. Ne, das geht wieder nicht. So. So, damit wir keine Lücke haben, falls was passiert. Was machen die von oben? Ja. Interessante Bautechnik. So, noch die Zinnen hier drauf. Zonk, zonk, zonk. Ah, hier sind auch fertig. Abreißen können sie mal gut. Nicht so rum. So rum. So bin ich wieder, der hier so komische Sachen baut. Guck mal, jetzt sind sie alle mal am Kloppen hier. Wahnsinn. Ja, die wissen, die Mauern sind wichtig. Sonst gibt es eines auf die Omme beim nächsten Angriff hier. Ne? Also wollen wir nicht riskieren. So, Sibyl ist jetzt auch beim Bauen besser geworden. Wunderbar. Ne? So, wo wollte ich nochmal hin? Ich wollte mal gucken. Das ist zum Recyceln. Winterklang aus Leinen überlegen. Hallo, guckt ihr das mal an. Die sehen aber auch gut aus. Also, da gibt es auch optische Unterschiede. Jetzt so richtig so hier so den Kragen verbrämt mit so einem Muster. Hm, interessant. Gibt es nicht mal irgendeinen, der gemeckert hat, dass die Kleidung so hässlich ist? Hässliche Ausstattung. Herr Burger! Hast du? Du hast Winterkleidung aus Leder. Jetzt hat aber auch schon ein bisschen nachgelassen. Minus 18 nur. Gut, dann kriegst du das hier. Da bin ich mal gespannt. Da müsste ja ihre Laune dadurch besser werden, wenn sie jetzt dann so ein edles Wams trägt. Statt was sie vorher da für ein Zeug hat. Zack. So, ah, guck. Siehst du? Ist es happy? Ah, ist an einem Tisch. Okay, das reicht. Elegante Ausstattung gibt jetzt plus 5. Sehr schön, sehr schön. Komischerweise sieht das jetzt bei ihr optisch nicht so aus, wie das, was hier lag. Ne? Also da bleibt sie einfach bei ihrem Stil sozusagen. Ja gut, ist das so. So, haben wir die Mauer hier dicht? Nee, noch nicht ganz. Aldrich versucht sich hier noch. Oh Gott. Ich fällt ja nicht dabei von der Mauer. So, Lena macht hier weiter. Okay. Eigentlich soll die jagen. Herrgott. Kein Mensch hält sich an das, was ich sage. So, aber hier wird zumindest die Mauer auch weiter. Hier. So, dann kann der nächste Angriff kommen. Von der Seite sieht es gut aus. Jetzt müssen wir hier das noch wegmachen. Hier ist noch Holz. Und das hier. So. Dann sind wir hier schon ganz gut dabei. Jetzt haben wir hier aufgehört hier wieder. Ah. Ja gut, ist auch Nacht jetzt. Also man sieht, es sieht nicht so aus, aber es ist Nacht. Guck mal, hier haben wir so ein Außenlager. Das ist voll, das Innenlager nicht. Die haben komische Prioritäten teilweise. Machen wir das mal so. So. Wir haben Frühling. Hey. Frühling Tag 1. Der Winter ist vorbei. Wir haben es geschafft. Essig wurde auf dem Lager zu...
Wie kann der Essig zu Kompost werden? Das ist flüssig. Das. Okay. Wie auch immer. Passiert. Hier passiert alles Mögliche. Ja. Warum auch immer. Ich weiß nicht. Ist halt so. So. Dann können wir da jetzt hier Felder anlegen. Hier innen. Hier bauen wir was. Dann sind die Felder geschützt. Dann bauen wir hier ein Gerstenfeld hin. Zack. Dann können wir mehr Bier brauen. Und den Rest haben wir eigentlich. Beeren, glaube ich, da hat man ja viel zu viel immer. Und hier können wir noch so ein kleines Karottenfeld bauen. Ja. Diesen Zauner brauchen wir eigentlich auch nicht. Weil wir haben ja jetzt hier keine Tiere mehr hier stören könnten. Die sind auch innen. So. Ja, das muss jetzt entfernt werden. Hui! Der Frühling ist in Sumpftown angekommen. Halleluja. So, das habe ich auch schon gemerkt. Der Frühling. So. Okay, das ist nicht fruchtbar, das Gebiet. Was ist denn das hier für ein Dings? Efeu, achso. Ah, hier haben sie jetzt. So, weg damit. Hä? So, Karotten. Dann machen wir was Kohle hin und fertig. Also vom Essen her hat man jetzt kein Problem gehabt. Getränke haben wir auch noch. Hier wächst schon wieder Zeug. Diese rote Döns hier. Johannisbeeren. Halleluja. So, ja, dann sind wir im Frühling angekommen. Der Winter ist durch. Ich wundere, dass wir keinen einzigen Angriff mehr gehabt haben. Aber wahrscheinlich hat unsere Burg die alle also auch abgeschreckt. Wir sind wahrscheinlich hier in der Region gefürchtet. Wo ja einige Feinde um uns herum haben. Aber gut, müssen wir auch nicht haben. Ich brauche keinen Angriff. So, dann können wir als nächstes in Angriff nehmen. Hier das Gebäude abreißen, so halb. Und dann vergrößern, damit wir einen schönen Rittersaal haben zum Essen. Hier können auch immer nur zwei Leute Platz nehmen gleichzeitig. Und hier unseren Forschungstisch müssen wir natürlich hier bauen. Apropos, dann können wir natürlich auch nochmal ein bisschen forschen. Wird ja nicht schlecht. Naja, fast. Ein bisschen schon, aber... Keine Ahnung, was die mit den Büchern machen. So, und dann war es das hier wieder in Sumpftown. Eine neue Folge. Wir haben wieder ein bisschen... Ja, eigentlich gar nicht so viel gemacht. Wir haben versucht, den Winter zu überstehen. Wir haben Mauern gebaut. Wir haben gehofft oder gebankt, dass kein Angriff mehr kommt. Ist auch nicht passiert. Grüße. Und hier kommt schon wieder ein Händler. Anscheinend kommen jetzt mehr Händler als Angriffe. Jo. So, was macht Lena? Schreibt. Gut, dann. Guck mal. Dann gucken wir mal, was wir mit dem tauschen können. Aber das schauen wir uns in der nächsten Folge an, wenn es wieder heißt, hier in Sumpftown. Was können wir dem Händler für Schrott von uns andrehen? Und dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und bye bye.